Meine lieben Bücherfreunde, herzlich willkommen beim vierten Türchen meines Highlights-Adventskalenders. Heute mit High Fantasy und zwar einer Reihe, die ich auch schon im letzten Jahr lobend erwähnt habe. Und in diesem Jahr kam Teil 2 und Teil 3 der Lichtsplitter-Saga von Erik Hellen und Mira Valentin heraus. Und da mich die Reihe so geflasht hat und eben ja der Abschluss der Reihe auch einfach in diesem Jahr war und auch der zweite Teil, muss ich sie hier einfach zeigen. Ja, ich habe im letzten Jahr schon den ersten Teil total gefeiert und dieses Jahr war ich total happy, als ich Teil 2 in den Händen hielt und dann auch Teil 3 herausgekommen ist, der im Übrigen, ich glaube, lila ist. Teil 1 ist ja im Blau gehalten und ich glaube, der dritte ist dann lila. Und das sind wunderschöne Cover, das muss ich echt sagen. Ich bin da abgöttisch drin, schon versunken und verliebt und finde das wirklich, wirklich toll. Wir haben hier High Fantasy und Erik Hellen war für mich ja kein Unbekannter. Ich habe von ihm schon die Nimmerherz-Reihe gelesen und geliebt und habe ja durch die Reihe jetzt auch Mira Valentin kennengelernt. Auch von ihr habe ich bereits die Nordblut-Reihe jetzt weitergelesen und ich finde einfach, also zum einen kann Erik Hellen einfach unglaublich Fantasy schreiben und er muss sich überhaupt nicht hinter einem Sapkowski zum Beispiel verstecken, der ja hier auch aufgetaucht ist im Adventskalender. Nein, ganz im Gegenteil. Also es ist großartige High Fantasy. Wir haben hier zwei Perspektiven. Zum einen haben wir Aire, die wird geschrieben von Mira Valentin, die ist eine Prinzessin hier vor Ort und ja, wird dazu ein bisschen verdammt, sich im Hintergrund zu halten und ihrer Schwester sozusagen das Zepter mehr oder weniger zu überlassen, weil sie gewisse Kräfte hat. Und dann treffen wir auf Caden, der vermutlich von Erik Hellen geschrieben wird, der ja so ein bisschen auch eine gewisse Begabung hat und einen Auftrag hat und auch einen Bezug zu Wölfen hat, was ich ja immer richtig, richtig toll finde, wenn man so Naturtiere im Grunde einfach irgendwie mit einbringt in diese Geschichte. Und beide treffen im ersten Teil schon aufeinander, müssen eine gewisse Wegstrecke miteinander verbringen, haben beide eigentlich ganz andere Interessen und Wege vor sich, merken aber, dass ja, doch irgendwie das Zusammenspiel vielleicht beiden helfen kann und ja, so gehen sie gemeinsam einen Weg. Das Besondere, und das möchte ich hier ganz, ganz wirklich betonen, ist, wie wunderbar ich es finde, dass beide Perspektiven eine eigene Stimme haben. Natürlich gelingt das sehr gut, weil wir hier einfach zwei Autoren haben, die natürlich nicht mit der gleichen Stimme sprechen und es ist einfach so schön, wirklich ist so ein bisschen eine männlichere, derbere Sprache durch Erik kennenzulernen, die wir auch schon aus der Nimmerherz Reihe durchaus so kennen. Diese Sprache, die ist sehr direkt und sehr authentisch und nicht irgendwie ausschmückend in den Dialogen, aber natürlich das Weltbild ist großartig und eine Mira Valentin, die da im gar nichts nachsteht, ganz im Gegenteil tatsächlich auch eine Protagonistin geschaffen hat, die sehr eigen und sehr besonders ist und sie dadurch mir besonders gut auch gefallen hat. Und beide haben eine große Welt erschaffen mit wunderbaren Gaben, mit Magie, mit Tieren, mit ja, Dingen, die darauf Einfluss nehmen und das fand ich großartig. Es war bildhaft, es war episch, es war groß, es ist eine Wahnsinnstrilogie, was da drin passiert, ist wirklich großes, großes Bücherkino und mir hat eben besonders gefallen, dass beide ihre eigenen Stimmen hatten und man immer wusste, anhand der Sprache, der Gedanken und wie die formuliert waren, wer man tatsächlich auch einfach ist, ohne es sich vorher irgendwie gemerkt zu haben. Die Welt von Erik Hellen und Mira Valentin ist wirklich wunderbar erschaffen. Sie ist sehr bildhaft erzählt und das schaffen beide in ihren Perspektiven. Und beide legen auf andere Dinge ihren Fokus und dadurch erlebt man die Welt wirklich auch so mit anderen Augen. Also nicht nur durch einen Charakter, sondern, oder wenn man Perspektivwechsel kennt, sondern man merkt richtig, dass jeder so seinen Fokus ein bisschen auf was anderes gelegt hat und dadurch eben auch der Fokus in der Erzählung auf etwas ganz anderes sein gelegt wurde. Das war jetzt ein doofer Satz, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Und das hat es als Leser unglaublich schön gemacht und auch einfach abwechslungsreich und groß und man konnte so mitgehen und mitfiebern und man hat hier eine Welt kennengelernt, die ich wirklich großartig fand und die mir unfassbaren Spaß gemacht hat. Mir hat das auch sprachlich super gut gefallen und ich kann hier wirklich die Reihe nur absolut empfehlen, wirklich eine gigantische Reihe. Ich bin sehr happy, dass Teil 1 und 2 schon bei mir im Regal stehen. Freue mich auch, dass der dritte bestimmt irgendwie wann nochmal bei mir einziehen wird, weil das definitiv auch eine Reihe ist, die man bestimmt in 3-4 Jahren einfach nochmal rereaden kann und einfach sich fallen lassen kann und in dieser wunderbaren großen Welt ja unterwegs sein kann. Und wie gesagt, die Cover sind wirklich ein Träumchen. Ich bin sonst nicht so der größte Fan von diesen überladenen Covern, aber ich fand die hier bei allen drei Bänden wirklich großartig und ja, ich bin verliebt in diese Reihe und ja, sowieso in den Stil von Erik Hellen und habe jetzt auch Mira Valentin kennengelernt und also
im Schreiberischen und finde da auch wirklich Großartiges, was man so ein bisschen entdecken kann, wenn man die Augen offen hält. Und das war es jetzt auch schon, das vierte Türchen meines Adventskalenders. Ich wünsche euch heute einen ganz wunderbaren 4. Dezember. Kommt gut durch den Tag. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.